Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie herzlich einmal als Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften und auch als Direktor der NRW School of Governance zu einem wichtigen Anlass. Wir haben heute, wie wir das einmal im Jahr schon als Serie, als Tradition haben, eine Gastprofessur zu vergeben. Und ich kann, glaube ich, zu Recht sagen, wir hatten ja schon einige Gastprofessorinnen und Professoren, dass es der erste ist, der sich so intensiv, ja geradezu nachlesbar in einem Buch auf diese Professur vorbereitet hat. So ist zumindest mein Eindruck. In diesem Buch, das will ich Ihnen schon mal ans Herz legen, ein Gespräch mit Günter Nonnenmacher, Bernhard Vogel, Mutige Bürger braucht das Land, hat er sehr systematisch aufgearbeitet in einem sehr interessanten Dialog, seine Stationen, seine biografischen, seine Stationen politischer Art, aber vor allen Dingen, und das ist der Ansatzpunkt, seine wissenschaftlichen Stationen. Und das überrascht aus heutiger Sicht, weil wir ihn alle kennen als Ministerpräsidenten. Er hat einmal gesagt, dass er schon 62 Ministerpräsidenten während seiner Amtszeiten erlebt hat, aber dass er eigentlich ein Wissenschaftler immer war, das haben wir jetzt in den Seminaren gemeinsam erleben können. Ein Wissenschaftler, der doch den Zug, den Drang in die Politik offenbar irgendwann gespürt hat, das ist genau beschrieben, eigentlich auch viele Stationen des Scheiterns in Speyer nicht gewählt zu werden und wie er immer wieder gerufen wird, ein politisches Amt zu übernehmen und dann irgendwann von der Wissenschaft sich doch trennen muss. Ein Wissenschaftler, der insofern reflektiertes, systematisches Denken für sich selbst behalten hat, was uns sehr geholfen hat in den vielen gemeinsamen Seminaren, jedes einzelne Thema seziert und auf die Fragen präzise nicht nur vorbereitet geantwortet hat, sondern in einer reflektierten Selbstdistanz auch dazu in der Lage war, was viele im Alltag der Politik dann doch häufig überfordert. Deswegen, die Wahl ist ein Volltreffer. Insofern können wir uns damit auch selbst gratulieren, dass das so aufgegangen ist, wie wir das uns erhofft hatten. Er ist insofern aber auch Wissenschaftler, weil er drei Universitäten gegründet hat in seinem beruflichen Wirken als Kultusminister und Ministerpräsident, nämlich Trier, da gehörte noch Kaiserslautern dazu, und dann Erfurt. Das können nicht viele von sich behaupten, als Wissenschaftler auch gleichermaßen so gewirkt zu haben, dass man Universitäten gegründet hat. Ich bin besonders stolz als Dekan der Fakultät darauf, weil wir mit dem Instrument der Gastprofessur etwas Wissenschaftliches Notwendiges uns geschaffen haben. Wir sind Theoretiker. Wir brauchen für die systematische Reflexion, für die Anwendung und damit für angewandte Politikforschung Leute, die praktisch in der Politik tätig waren oder tätig sind. Insofern gibt es eine wissenschaftliche Notwendigkeit, um die Empirie im Anwendungsfall auch überprüfen zu können. Und insofern ist auch in dem Studiengang oder in mehreren Studiengängen der Fakultät sind solche Anwender auch durchaus vorgesehen und auch zwingend notwendig. Herr Professor Dr. Bernhard Vogel, den Professorentitel hat ihm schon einmal das Land Baden-Württemberg verliehen, hat bei Sternberger in Heidelberg promoviert. Und wenn man die ersten Teile des Buches liest, wird einem klar, das ist so die Urväter, es waren leider nur Väter, der Politikwissenschaft spielen in dem Buch eine Rolle, denen er begegnet ist in den Kolloquien, in denen er sich auseinandersetzen konnte und auch sehr interessante Passagen seiner Auseinandersetzung mit Helmut Kohl, seinem Kommilitonen der damaligen Zeit, der klar durch den Rhein getrennt immer nach Ludwigshafen zurückfuhr und seine Möglichkeiten zu promovieren zwar auch ausgenutzt hat, aber doch eine andere Art von Leadership zur damaligen Zeit auch ausgeübt hat. Schon im Umgang mit dem Doktorvater sehr interessant beobachtet, wo sich Kohl hinsetzte am Tisch im Kolloquium und wo sich Herr Vogel hinsetzte. Ich will nicht zu viel verraten, Sie sollen sich es vielleicht selbst aneignen. Er ist durch die verschiedenen politischen Ämter von der Kommune, auch von dem Scheitern der Kommune angefangen, bis er Möglichkeit hatte, ein Mandat zu erringen,
Kultusminister noch von Altmaier in dem langjährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz geworden und hat dann in einem doch Machtkampf sich am Ende durchgesetzt, um Kohl zu beerben. Kohl wollte andere an seiner Stelle als Ministerpräsident, aber er hat sich ihm gegenüber durchgesetzt. Viele Jahre hat er dann gewirkt in Rheinland-Pfalz, ist dann ausgeschieden, nachdem er auch eine Kampfkandidatur, ein Widersacher, würde ich mal so sagen, falsch eingeschätzt hat, dann vom Landesvorsitz zurückgetreten, vom Ministerpräsidentenamt, besser gesagt zurückgetreten, den Landesvorsitz, haben andere übernommen und hat, wenn ich das richtig einordne, aus dieser Situation auch für sich gelernt, reflektiert gelernt. Denn seine zweite Aufgabe des Ministerpräsidentenamtes war geradezu grandios dagegen. Wie kann man am Ende eines so langen Tätigkeit als Ministerpräsident den Staffelstab weitergeben, sodass die Mehrheit auch erhalten bleibt? Es gibt ganz wenige Beispiele in der Politik, die das schaffen. Im zweiten Anlauf hat er das dann eben in Erfurt grandios gemeistert. Zwischendrin war er fast 10 Jahre lang Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, was er heute als Ehrenvorsitzender auch weiter wahrnimmt. Insofern viele verschiedene Aktivitäten, die dieses Leben, wissenschaftliche Leben, das politische Leben umfasst. Er gehört zu der Ausnahme, weil er der einzige Ministerpräsident ist, der in 2 Bundesländern Ministerpräsident war. Es ist offenbar biografisch angelegt. Sein Bruder ist der Einzige, der jemals Oberbürgermeister in 2 großen Städten war, in München und in Berlin. Da heißt es dann regierender Bürgermeister. Es ist offenbar diese Doppelstruktur in der Familie angelegt, der Bruder für die SPD, er für die CDU. Wir haben im Seminar ihm es nicht immer leicht gemacht, glaube ich. Wir haben nachgefragt und er hat in seiner unerbärmlichen Art der ruhigen Stärke uns auch fragen lassen, hat auch alles beantwortet aus meiner Sicht. Er hat das sehr nachvollziehbar gemacht im Sinne einer angewandten Politikwissenschaft. Und was immer wieder durchschwingt, ist so eine wertegebundene Haltung, die er mitbringt, die einfach mit seiner Präsenz mitschwingt, die unhinterfragt immer da ist. Und das ist als Typus selten, nicht nur der Typus, Bundes- und Landespolitik gleichermaßen zu können, zu kennen und dort sich getummelt zu haben, Bundesratserfahrung, Bundeslandserfahrung, sondern auch eine Wertehaltung mit einzubringen, die ihn auch als Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, auch von diversen Katholikentagen ja auch geprägt hat und mit dem er ein Stück Ethik in den Alltag der Politik eingebracht hat. Wir sind stolz auf ihn, dass er hier ist, dass er sich Zeit genommen hat für uns, bevor die großen Feierlichkeiten in wenigen Tagen zum 80-Jährigen, darf man schon sagen, beginnen. Noch einmal praktisch hier, wir ihn gewinnen konnten, danach wollen ihn ja alle haben. Wir waren insofern dann auch wieder schneller als die anderen, das zeichnet uns ja aus. Und ich freue mich, dass er auf das Thema Politik als Beruf eingehen wird, dass er das Thema gerne aufgegriffen hat, auszuarbeiten für sich und bin sehr gespannt auf den Vortrag. Und wenn er ihn meistert, ich bin ziemlich sicher, er wird ihn meistern, werden wir ihm dann auch die Urkunde überreichen. Ich freue mich darauf. Hochverehrter Herr Dekan, lieber Herr Professor Korte, vielen Dank für Ihre sehr freundliche Eröffnung. Liebe Studentinnen und Studenten, ich würde eigentlich lieber liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen sagen, meine Damen und Herren. Der Vortrag, den ich auf Ihren Wunsch zu halten habe, wird Sie nach verschiedenen Richtungen notwendig enttäuschen.
Dieser Satz spiegelt ziemlich genau die Empfindungen, mit denen ich heute Nachmittag vor Sie trete, wider. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Erwartungen erfüllen kann, ob ich tatsächlich weiß, wie man Politik als Beruf ausüben und was man dabei beachten soll. Aber der Satz, mit dem ich eben begonnen habe, wäre ein Plagiat, wenn ich nicht seinen Autor angebe. Mit diesem Satz über den zu haltenden Vortrag hat Max Weber vor mehr als 90 Jahren im Revolutionsjahr 1919, im Januar 1919, einen seiner beiden Vorträge vor dem Freistudentischen Bund in München begonnen, überschrieben mit dem Titel Politik als Beruf. Auch wenn der Inhalt dieses Vortrags der heutigen Generation, studierte Fachleute natürlich ausgenommen, nicht mehr so vertraut sein dürfte wie meiner Generation, möchte ich doch mit einigen seiner nach wie vor gültigen Grundaussagen beginnen, wenn ich schon so unverfroren bin, für meinen heutigen Vortrag denselben Titel wie Max Weber zu wählen. Max Weber versteht unter Politik die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, wie beispielsweise des Staates, und er folgert, ich zitiere, wer Politik treibt, erstrebt Macht. Er will sich an der Macht behaupten, er will um die Macht kämpfen. Und Max Weber nennt zwei Arten, aus der Politik einen Beruf zu machen. Entweder man lebt für die Politik oder aber von der Politik. Für die Politik leben heißt sein Leben daraus machen, durch Dienst an der Sache seinem Leben einen Sinn geben. Und von der Politik leben heißt, ich zitiere, danach streben, daraus eine dauerhafte Einnahmequelle zu machen. Der Gegensatz zwischen beiden Formen ist nicht exklusiv. In aller Regel tut man mindestens individuell, meist aber auch materiell beides, so Max Weber. Wer Politik betreiben will, muss drei Qualitäten besitzen: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Leidenschaft im Sinne von Sachlichkeit, leidenschaftliche Hingabe an eine Sache. Er muss Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache zum entscheidenden Leitstern des Handelns machen. Und dazu bedarf es des Augenmaßes, der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen, aber Distanz zu den Dingen und Menschen zu üben. So Max Weber. Distanzlosigkeit ist eine der Todsünden jedes Politikers. Politik, so sagt Max Weber, wird mit dem Kopf gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers oder der Seele. Alles ethisch orientierte Handeln in der Politik kann unter zwei voneinander grundsätzlich unaustragbar gegensätzlichen Maximen stehen. Es kann gesinnungsethisch oder verantwortungsethisch orientiert sein. Gesinnungsethik heißt nicht Verantwortungslosigkeit, und Verantwortungsethik ist nicht mit Gesinnungslosigkeit identisch. Zitat, aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der gesinnungsethischen Maxime handelt oder unter der verantwortungsethischen, dass man für die Folgen seines Handelns aufzukommen hat. Zitat Ende.
Wer Politik als Beruf betreiben will, hat sich dieser ethischen Paradoxie und das, was aus ihr selbst werden kann, bewusst zu sein. Er lässt sich, wie Weber sagt, mit diabolischen Mächten ein, und ich zitiere weiter: Wer das Heil seiner Seele und die Rettung anderer Seelen sucht, der suche sie nicht auf dem Weg der Politik, die ganz andere Aufgaben hat. Nur wer sicher ist, dass er daran nicht zerbricht, wenn die Welt von seinem Standpunkt aus gesehen zu dumm oder zu gemein ist für das, was er ihr bieten will, nur der hat den Beruf zur Politik. Zitat Ende. Und Max Weber fügt den ja heute noch viel zitierten Satz hinzu: Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß. Nur wer die Festigkeit des Herzens besitzt, die auch dem Scheitern aller seiner Hoffnungen gewachsen ist, nur der hat den Beruf zur Politik. Der Gelehrtenphilosoph, wie Friedrich Meinecke Max Weber einmal genannt hat, der Gelehrtenphilosoph, er hat in dieser Münchner Rede, übrigens erstaunlicherweise Januar 1919, das Wort Demokratie nicht verwandt, obwohl er zur selben Zeit als Mitgründer einer neuen Partei, der Deutschen Demokratischen Partei, tätig war. Er hatte allerdings wohl seine Hoffnung auf eine eigene parlamentarische Karriere schon begraben. Er ist einer der eindrucksvollsten akademischen politischen Redner seiner Zeit, der aber gleichwohl über die Jahrzehnte mehr und mehr in eine historische Distanz zur Gegenwart gerückt ist. Er ist nicht überlebt und erledigt, sondern er bleibt ein großer Lehrer der Nüchternheit, ein Erzieher zur unsentimentalen, illusionslosen Betrachtung des Wirklichen, wie Hans Meyer einmal geschrieben hat. Und an seinen Grundaussagen werden auch wir uns zu orientieren und zu messen haben, und zwar sowohl in der politischen Wissenschaft wie wie als Berufspolitiker. In beiden Fällen sollte man sich an der Definition von Dolf Sternberger orientieren. Ich zitiere ihn: Der Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Frieden herzustellen, zu stärken und freilich auch zu verteidigen, ist Politik. Das Wesen des Friedens ist es, Streit zu regeln, nicht Streit abzuschaffen. Ihn zu schlichten, ist sein Gegenstand. Frieden zu bewahren und zu verteidigen. Konflikte sollen, und wir hören diese Wendung ja fast täglich, Konflikte sollen politisch gelöst werden. Und das heißt durch Verhandlungen und nicht durch wechselseitiges sich totschlagen. Der Staat, wenn er als Gemeinwesen glückt, ist der Ort des verwirklichten Friedens. Frieden beruht auf vertraglicher Vereinbarung und nicht auf Herrschaft. Die Politik des Aristoteles sollte nach meiner Meinung das Grundbuch unserer Wissenschaft sein. Auch die noch so detaillierte Politikfeldanalyse unserer Tage sollte darauf nicht vergessen. Das Studium der politischen Wissenschaft, der Wissenschaft vom Menschen, ist nicht der einzige, aber nach meiner Meinung der fundamentalste Weg, sich auf eine Tätigkeit als praktischer Politiker vorzubereiten. Ich jedenfalls, in Anlehnung an das, was Sie gerade gesagt haben, bedauere es bis heute, es in meinem Fach
nicht bis zur Habilitation gebracht zu haben und mich notgedrungen auf die Gründung von Universitäten gelegt zu haben. Was heißt, meine Damen und Herren, sich auf die Politik als Beruf einzulassen? Wie soll man Politik als Beruf betreiben? Soll man sich tatsächlich entschließen, diesen Beruf zu ergreifen? Ich meine ja. Und zwar nicht nur gelegentlich und nebenamtlich, sondern auch hauptamtlich. Sich auf Politik einzulassen, heißt heute in Deutschland, sich zum Grundgesetz zu bekennen, zu seinem Kernsatz, dem ersten Satz des ersten Artikels, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, und sich zu bekennen zu den daraus hergeleiteten Grundrechten. Das ist für mich unsere Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus, aber auch auf den völlig anders gearteten Unrechtsstaat der DDR. Auf Politik einlassen heißt aber auch, sich zum parlamentarischen Regierungssystem zu bekennen, mit dem wir Folgerungen aus dem Scheitern der Weimarer Republik gezogen haben. Heißt, dem heute weithin ungeliebten Föderalismus zu akzeptieren, heißt Bundesverfassungsgericht, heißt, dass Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken und heißt, dass sie verboten werden können, wenn sie, ich zitiere Artikel 21, nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Aktuell füge ich hinzu, hoffentlich gelingt es, dies der NPD nachzuweisen und ein Verbot zu erreichen. Ein zweites Mal blamieren dürfen sich die Kläger nicht. Aber wir dürfen auch nicht in das Verbotsverfahren flüchten. Die Auseinandersetzung mit dieser verbrecherischen, menschenverachtenden Ideologie aber scheuen. Politik ist Kunst des Möglichen, lautet ein geflügeltes, wohl auf Bismarck zurückgehendes Wort. Und dieses Wort heißt, Politik ist Kunst. Und zwar nicht, weil sie auf dieser Basis Unmögliches, sehr wohl aber, weil sie Mögliches, wenn mitunter auch Schwieriges, möglich machen soll. Nicht von ungefähr widmet Max Weber dem Thema Parteiwesen und Parteiorganisation einen Großteil seines Vortrags. Die Demokratie braucht politische Parteien. Jeder nimmt ihren Dienst ganz selbstverständlich täglich in Anspruch, aber die Zahl derer, die bereit sind, in ihnen mitzuarbeiten, geht stetig weiter zurück. Wir sollten anerkennen, dass viele sich in einer Partei engagieren, obwohl sie davon nie einen persönlichen Nutzen haben. Zu den Aufgaben der Parteien gehört es, Führungspersonal zu rekrutieren und heranzubilden, Kandidaten für öffentliche Ämter zu benennen, für sie um Mehrheiten zu werben, sie im Amt zu unterstützen, und zu ihren Aufgaben gehört es darzulegen, wie es weitergehen soll, was ihre Ziele sind und wie diese Ziele erreicht werden sollen. Sie wirken, ich habe es vorhin schon angedeutet, bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Parteien müssen sich streiten, müssen um Wählerstimmen kämpfen. Man kämpft gegen die konkurrierende Partei, auch wenn man bisweilen unter seiner eigenen Partei
mehr leiden kann als unter der Konkurrenz. Sowohl mein Nachfolger in Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, wie auch ich selber können davon ein Lied singen. Mancher Erfolg erringt eine Partei nicht, weil sie besser ist, sondern weil die eigene Partei ihren Sieg verspielt. Der schlechte Ruf, den Parteien gegenwärtig genießen, hat natürlich Gründe. Sie liegen in den Parteien selbst. Politiker gehen häufig miteinander um, wie normale Menschen nicht miteinander umzugehen pflegen. Sie erwecken häufig den Eindruck, statt um die beste Lösung eines Problems zu ringen, gehe es ihnen darum, sich gegenseitig die Ehre abzuschneiden. Sie gehen oft allzu leichtfertig mit der Sprache um und verspielen ihre Glaubwürdigkeit durch mangelnde Nachhaltigkeit. Sie begründen ihre Entscheidungen nicht so, dass der einfache Mann sie nachvollziehen kann. Aber nicht nur die Parteien, auch die Wähler tragen zum schlechten Ruf der Parteien bei, indem sie die Parteien überfordern und nicht immer berücksichtigen, was die Aufgabe der Parteien zu sein hat. Parteien neigen dazu, viel zu versprechen, aber Wähler neigen dazu, sich von Versprechungen verführen zu lassen. Viele Wähler fällen ihre Wahlentscheidung in immer kürzerer Distanz zum Wahltag und lassen sich von zufällig aktuellen Tagesfragen leiten, statt zu bedenken, dass Wählen heißt, auf eine begrenzte Zeit eine Vollmacht für Entscheidungen zu erteilen, die am Wahltag noch nicht auf der Tagesordnung stehen, dass Wählen Vertrauenssache ist und dass man sich darum am Koordinatensystem des Bewerbers orientieren sollte. Politiker sein heißt Entscheidungen treffen im Parlament und zumal im Regierungsämtern. Dabei geht es gelegentlich nur um richtig oder falsch. Es muss nur entschieden werden, oft binniger, weniger Stunden. Es ist ethisch nicht hochstehender, dass wir Rechtsverkehr in Deutschland haben und die Engländer Linksverkehr. Es ist ethisch nur notwendig, dass alle wissen, auf was man sich verständigt hat. Aber neben Sachfragen, die entschieden werden müssen, geht es natürlich mitunter auch um sehr grundsätzliche Fragen, um ethische Fragen in der Auseinandersetzung um den Schutz des ungeborenen Lebens, um die Stammzellenforschung, um die PID-Gesetze darf sich niemand auf den Rat anderer verlassen, sich Fraktionsmeinung anschließen. Jeder einzelne Abgeordnete muss seine eigene Gewissensentscheidung treffen. Volksparteien wissen viel mehr als kleine Parteien, unterschiedliche Interessen integrieren. Entweder geht der Wähler schon in der Wahlkabine Kompromisse ein zwischen seinen Wünschen und dem Programm einer Partei, oder solche Kompromisse müssen hinterher in Koalitionsverhandlungen gefunden werden. Heute bereitet mir die Verfassung beider Volksparteien Sorge. Die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland beruht seit Jahrzehnten nicht unwesentlich auf ihrer Existenz. Sie haben beide ganz wesentlich zur Sicherung unserer staatlichen Ordnung beigetragen. Man mag sie auch noch so heftig kritisieren. Sie sind mit dem beispielhaften Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 eng verbunden. Und ihr Erfolg hängt auch in Zukunft von ihrer Fähigkeit ab, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Interessen, Altersstufen und Regionen übergreifend zu integrieren. Sie hängt nicht allein vom Prozentsatz erreichter Zustimmung ab.
Und der Erfolg hängt davon ab, Profil zu zeigen in ihrer Programmatik, bei ihren Parteitagen, in den Aussagen ihrer Führungsgremien, beim Regieren. Werden sich die beiden Volksparteien zu ähnlich, schwindet das Interesse der Wähler, eine von beiden zu wählen und sie aktiv zu unterstützen. Auch hier liegt meines Erachtens ein Grund für die sinkende Wahlbeteiligung. Ich habe an der Formulierung der drei Programme der Christlich-Demokratischen Union von Ludwigshafen 1978, von Hamburg 1994 und von Hannover 2007 mitgewirkt und jedes Mal versucht, den Markenkern herauszuarbeiten und zu viele Alltagsbezüge zu vermeiden. Nur meine ich, Mitglieder und vor allem Mandatsträger müssten mehr darauf achten, ihre Parteiprogramme nicht alsbald nach ihrer Verabschiedung in einer Schublade verschwinden zu lassen. Gilt für alle Parteien. Wenn häufig von Parteiengeschacher die Rede ist, dann wird meines Erachtens verkannt, dass eine Partei verpflichtet ist, die Wünsche und Vorstellungen der Wähler, die ihr ihre Stimme gegeben haben, auch zur Sprache zu bringen. Ich habe in der Verfassungskommission die Bundestag und Bundesrat nach der Wiedervereinigung eingesetzt haben, leidenschaftlich dafür gekämpft, den Beitritt der jungen Länder zur Bundesrepublik nach Artikel 23 zu vollziehen und sich nicht auf das Wagnis einer neuerlichen Verfassung nach Artikel 146 einzulassen, so wie es meine Partei im Wahlkampf gefordert hatte. Oder, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, in Thüringen habe ich mich leidenschaftlich für den Bau einer neuen Autobahn durch den Thüringer Wald eingesetzt, wie ich es meinen Wählern im Wahlkampf zugesichert hatte. Es hat die notwendig werdenden nachfolgenden Koalitionsverhandlungen erheblich belastet und erheblich verzögert, aber der Streit, den wir darüber führen mussten, war notwendig. Richard von Weizsäcker, ein erfahrener Parteipolitiker, dem die Partei, die er angehörte, viel zu verdanken hat und der seinerseits dieser Partei viel zu verdanken hat, hat als Bundespräsident, der die Machtbesessenheit und Machtvergessenheit der Parteien kritisiert, die in der Tat zur Parteienverdrossenheit führt. Natürlich gibt es dieses Phänomen, aber trotz dieses Phänomens sind die Parteien nicht quasi per Definition machtbesessen. Politik ist Organisation, nicht nur, aber auch, das habe ich beim jungen Helmut Kohl in Rheinland-Pfalz gelernt. Er hat seine Partei, die Union, von unten nach oben modernisiert und reorganisiert, zunächst in seinem Kreisverband, dann im Bezirksverband und schließlich als Landesvorsitzender. Er hat für eine handlungsfähige Landesgeschäftsstelle gesorgt, nahe bei der Landtagsfraktion und im Schatten der Staatskanzlei. Er hat systematisch die Kreisverbände und die Kreisgeschäftsstellen gestärkt. Er hat jeden Kreisverband besucht und sich um die Vereinigungen gekümmert. Er hat sich auch darum gekümmert, wer jeweils Vorsitzender wurde. Und er hat die richtige Frau, den richtigen Mann unterstützt, die dann, wenn sie in Wahlen ihr Mandat tatsächlich errungen hatten, auch selbstverständlich mit ihm zusammengearbeitet haben. Die Modernisierung der CDU in Rheinland-Pfalz war für ihn die Generalprobe für die Modernisierung der CDU Deutschlands, die er dann zusammen mit Björn Gutenkopf und Heiner Geißler als Generalsekretär aus der Ecke der Altvorderen, des Abgestandenen, des nicht mehr zeitgemäßen herausgeholt und sie anspruchsvoll gemacht hat. Ich habe von diesen Erfahrungen
viel gelernt für meine Zeit als Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz und vor allem für meine Tätigkeit später in Thüringen. Politik heißt gestalten und gestalten heißt Macht zu erstreben und sie zu besitzen, um Sachpolitik betreiben zu können. Man muss Kompromisse eingehen, aber man muss auch die Grenzen kennen, wann man um des lieben Friedens willen nicht mehr nachgeben darf. Man muss auch zurücktreten können. Und auch dafür gibt es Beispiel, etwa den Rücktritt von Helmut Schmidt, als er den von ihm initiierten NATO-Nachrüstungsbeschluss in seiner Fraktion nicht durchsetzen konnte, weil er seine Machtposition durch eine politische Zielsetzung gefährdet hätte, die von denen, die seine Machtposition getragen haben, nicht unterstützt wurde, ist er schließlich zurückgetreten. Oder es gibt das Beispiel Christian Schwarz-Schillings, der als Bundesminister 1992 zurücktrat, weil er in bedeutsamen Grundsatzfragen mit dem Bundeskanzler nicht mehr übereinstimmte. Es gibt Beispiele aus der Landespolitik, beispielsweise der Rücktritt des bayerischen Kultusministers Hans Mayer, der nicht wieder in das Kabinett Strauß eintrat, weil dieser ihm einen Teil seiner Kompetenzen entziehen wollte. Auch Bundespräsident Köhler ist wohl letztlich zurückgetreten, weil er der Meinung war, er müsse seine Aufgaben ohne unsachliche und lautstarke Kritik erfüllen können. Und als ich 1988 vom Amt des Ministerpräsidenten zurückgetreten bin, weil ich überzeugt war, nach der Abwahl als Landesvorsitzender nicht mehr über die Macht zu verfügen, Sachpolitik betreiben zu können, war das auch meine Überlegung. Ich habe von Rücktritten gesprochen. Ich räume ein, die Liste zu spät oder verfehlter Rücktritte wäre länger, würde aber zu viel Zeit in Anspruch nehmen. In unserem demokratischen Gemeinwesen gibt es keine traditionelle und keine charismatische Herrschaft mehr, von denen Max Weber spricht. Aber es gibt nach wie vor charismatische Politiker. Willy Brandt zum Beispiel verfügte ohne Zweifel über Charisma. Helmut Schmidt dagegen war zunächst der Macher, der sich bei der Sturmflut in Hamburg und später bei der Entführung von Hans-Martin Schleyer und der Landshut bewährte. Charisma ist ihm erst viel später, nach der Niederlage der SPD von 2009, also in hohem Alter, durch seine ganz ungewöhnliche geistige Präsenz zugewachsen. Ich würde ihn als Altcharismatiker bezeichnen. Auch Helmut Kohl hat sich dieses Charisma erst im Laufe seiner langen Amtszeit als Parteivorsitzender und Bundeskanzler erworben. Aber dann hat er auf den Straßen und Plätzen, ich habe es ja vielfältig erlebt, Millionen von Wählern begeistert. Als Eichenschrank hat ihn einmal ein Redakteur der Zeit charakterisiert. Kohl besaß ohne Zweifel das Charisma eines Landsknechtsführers. Und schließlich das Charisma von Angela Merkel erwächst, wenn ich recht sehe, aus ihrem völligen Anderssein, aus ihrer Unaufgeregtheit, auf ihrer Nüchternheit und Sachlichkeit, aus ihrer Verstandesgeleitetheit. Sie schimpft nicht, sie verspricht sich nicht, wirkt nicht abgehetzt. Helmut Kohl wurde mit dem Herzen gewählt, Angela Merkel mit dem Verstand. Helmut Kohl war letztlich zuerst Parteivorsitzender und dann Bundeskanzler. Angela Merkel ist zuerst Bundeskanzlerin und dann Parteivorsitzende. In den letzten Jahren wird die Forderung nach mehr unmittelbarer Demokratie
auch auf Bundesebene immer lauter. Ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Thema nicht weiter vor uns herzuschieben. Eine grundsätzliche Debatte ist meines Erachtens dringend notwendig. Dabei weiß ich, dass meine nachfolgenden Bemerkungen bei vielen von Ihnen auf Widerspruch stoßen. Das macht nichts. Trotzdem mache ich sie. Ich frage mich, ob direkte Demokratie als Korrelativ zum Parteienstaat und zum parlamentarischen System taugt. Ist direkte Demokratie tatsächlich demokratischer als parlamentarische Demokratie? Ist direkte Demokratie tatsächlich ein Mittel gegen die allgemeine Unzufriedenheit mit Politik und Parteien? Wir sollten den Erfahrungshintergrund der Väter unseres Grundgesetzes, nämlich die gescheiterte Weimarer Republik, nicht übersehen. Man muss ja nicht gleich Theodor Heuss aus der damaligen Zeit zitieren mit seinem Satz: Plebiszite sind eine Prämie für jeden Demagogen. Heuss vor Jahrzehnten. Nicht jeder Sachverhalt lässt sich aber meines Erachtens auf eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, zusammenziehen. Plebiszite kennen keine Kompromisse. Die Beteiligung an der Debatte ist nicht jedermann in gleichem Ausmaß und mit gleicher Fachkunde möglich. Plebiszitäre Elemente sind mitunter nicht frei von Egoismus nach dem St. Florians-Prinzip. Mancher glaubt, durch plebiszitäre Elemente die zunehmende Kritik am Parlamentarismus abfangen zu können. Ich fürchte, er irrt. Hierzu sind systemkonforme Mittel notwendig, denn käme es tatsächlich zur erheblich mehr unmittelbarer Demokratie, würde das natürlich auch das Berufsbild des Politikers erheblich verändern. Politik und Politiker stehen in einer Demokratie nicht nur unter der Kontrolle des Souveräns, also des Wählers. Sie stehen zu Recht auch unter der täglichen Kontrolle der veröffentlichten Meinung. Die Pressefreiheit ist eines unserer höchsten Güter. Es gibt keine Demokratie ohne Transparenz. Und die Macht der Medien ist groß. Sie kann erheblichen Einfluss auf die Politik nehmen und sie kann einem Politiker das Leben unter Umständen sehr, sehr schwer machen. Natürlich muss der Politiker vom frühen Morgen bis zum späten Abend Nachrichten und Kommentare aufmerksam registrieren. Er muss wissen, was in der Welt geschieht und was über ihn selbst berichtet wird. Je höher er steigt, umso mehr. Und umso breiter ist auch das Interesse der Medien an ihm. Damit umzugehen, verlangt jene Ruhe und Distanz zu den Dingen, von denen Max Weber gesprochen hat, als notwendige Voraussetzung für den Politiker. Die mediale Aufmerksamkeit auch für das Privatleben ist stark gewachsen. Wenn man es selbst öffentlich instrumentalisiert, muss man damit rechnen, dass die Medien beim Thema bleiben. Man riskiert zuerst hoch und dann heruntergeschrieben zu werden. Man kann auch selbst daran schuld sein, wenn das eigene Privatleben zum Thema gemacht wird und es interessanter erscheint als jede politische Aussage. Ich selbst orientiere mich dabei an Angela Merkel. Es gibt keinen Klatsch über sie und keine Nachricht über ihr Privatleben. Und weil sie immer das Gleiche zu tragen pflegt, auch keine Diskussion um ihre Kleidung. Auch die Medien, meine Damen und Herren, müssen sich Kritik gefallen lassen. Auch sie sind nicht unfehlbar.
und auch Sie haben gelegentlich Anlass zur selbstkritischen Betrachtung. Wenn das Ziel der Politik, wie ich das vorhin gesagt habe, der Friede ist, dann muss es das Ziel der Politik sein, das Gemeinwohl zu wirken. Das heißt, das allgemeine Beste, das Bonum Commune, der gerechte Ausgleich der Interessen ist das oberste Ziel aller Politik. Jeder muss für sich sorgen können und der Staat muss dafür sorgen, dass er das kann. Der Staat muss die Rahmenbedingungen vorgeben und wer sich selbst nicht helfen kann, weil er krank oder behindert, weil er noch zu jung oder schon zu alt ist, muss Hilfe erfahren, solange er diese Hilfe braucht. Soziale Gerechtigkeit zu sichern, gehört zu den vornehmsten, aber auch herausforderndsten Pflichten der Politik. Wir dürfen uns diesbezüglich mit dem Erreichten nie zufrieden geben. Der Politiker muss sich dabei über die Rolle des Staates Klarheit verschaffen. Für mich ist der Staat um des Menschen willen da. Für mich hat der Staat eine dienende Funktion. Er darf den Bürger nicht vereinnahmen. Er darf ihm nicht alle Antworten auf alle Fragen vorgeben. Der Staat darf den Bürger nicht beherrschen. Die Macht des Staates darf weder unbeschränkt noch absolut sein. Ein Politiker sollte Kenntnis der Vergangenheit, Gespür für zukunftsträchtige Entwicklungen, schöpferische Kombinationsgabe, Tatkraft und Mut, aber auch die Fähigkeit zur Koordination, zur Unterscheidung, zum Ausgleich der Interessen haben. Er braucht, auch hier hat Max Weber recht, in der Tat Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß, vor allem aber Vertrauen, Sachlichkeit, Nüchternheit. Verantwortungsethik steht nicht an Stelle von Gesinnungsethik, aber Verantwortungsethik rangiert meines Erachtens im Alltag vor Gesinnungsethik. Meine Erfahrung ist nicht, dass man deswegen gesinnungsethische Maxime missachten müsse. Im Gegenteil, ich glaube, Verantwortungsethik braucht Gesinnungsethik. Ein Politiker muss Partei ergreifen können, muss ordnen und gestalten wollen. Guter Wille und moralische Unbescholtenheit allein reichen nicht aus. Der Rat von Fachleuten ist wichtiger geworden, weil die Zusammenhänge vielschichtiger, komplizierter und undurchschaubarer geworden sind. Allerdings ist der Rat von Fachleuten auch wohlfeiler geworden. Wer ein politisches Mandat anstrebt, sollte auf Unabhängigkeit achten. Er oder sie sollten etwas gelernt haben, sich im Beruf bewährt haben und sich zuvor beruflicher Unabhängigkeit versichern. Man sollte ein Fach studieren, zu dem man sich befähigt fühlt, so intensiv und vielseitig wie nur möglich. Hier in Deutschland und zumindest für einen Studienabschnitt auch im Ausland. Man sollte, das wird Sie nicht wundern, wenn ich das sage, politische Wissenschaft studieren, wenn man die Anlagen und Fähigkeiten dazu hat und wenn es einem Spaß macht. Und man sollte es mit dem Ziel studieren, einen Beruf ergreifen zu können und für sich und die Seinen sorgen zu können. Niemand, der sich anstrengt, wird meines Erachtens abgehängt oder muss fürchten, abgehängt zu werden. Ich wollte an sich meinen Weg, wie ich vom Zielsetzung Wissenschaftler zur Zielsetzung Politiker kam, schildern.
Aber Professor Korte hat das bereits getan. Ich will nur sagen, ein besorgter Onkel, Amtsrichter von Beruf, hat mich an meinem 50. Geburtstag, da war ich Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, gefragt, ob ich nicht doch noch einen richtigen Beruf ergreifen wollte. Ich bin ihm nicht gefolgt. Ich habe mich, meine Damen und Herren, auf die Politik eingelassen, auch weil ich dankbar dafür bin, in dieser Zeit und in dieses Land hineingeboren zu sein. Ich möchte in keiner anderen Zeit leben, und ich meine, man muss sich nicht schämen, sich auf das vermeintlich schmutzige Geschäft der Politik einzulassen. Auch wenn Politiker und wenn die Politik, zumal in Deutschland, in schlechten Ruf stehen, in einem beschämend schlechten Ruf. Feuerwehrleute und Krankenschwestern, Piloten und Apothekern, denen vertrauen die Deutschen am meisten. Aber auf die letzten Plätze kommen Finanzberater, Fußballer, Autoverkäufer, Politiker und inzwischen auch Banker. Ich meine nicht trotzdem, sondern gerade deswegen muss man sich einlassen. Ich habe keinen Grund, Ihnen, soweit Sie Studierenden dieser Universität sind, vom Beruf des Politikers abzuraten, der mich mehr als 50 Jahre erfüllt und keineswegs in der Summe enttäuscht hat. Im Gegenteil, werden Sie Politiker, wenn Sie bereit sind, sich für Ihre Mitmenschen zu engagieren, wenn Sie den Mut haben, auch sehr harte Herausforderungen durchzustehen, wenn Sie bereit sind, unserem Gemeinwesen zu dienen. Wer herrschen will, taugt für die Diktatur, aber nicht für die Demokratie. Es braucht dringender denn je mutige Bürger mit eigenen klaren Koordinatensystem. Denn Karl Rudolf Korte hat leider recht, wenn er in seinem Buch zusammen mit Manuel Fröhlich, Politik und Regierung in Deutschland, feststellt, ich zitiere Korte, die Erwartungshaltung an die Politik steigt, die Demokratie steht sich in nationaler wie in internationalem Kontext vielfältigen neuen Herausforderungen ausgesetzt, die Sprachlosigkeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen sowie den Akteuren, den institutionalisierten Akteuren auf der anderen Seite nimmt zu. Soweit Korte, und ich ziehe daraus den Schluss, sie werden gebraucht. Und ich füge hinzu, man kann in der Tat von der Politik leben und sie zu seiner dauerhaften Einnahmequelle machen. Und man kann in der Tat für die Politik leben und dadurch seinem Leben einen Sinn geben. Und ich habe mein Seelenheil nicht in der Politik gesucht, aber wie ich hoffe, es in der Politik auch nicht verloren. Ich bin nicht daran zerbrochen, dass die Welt meinen vermeintlich klugen Zielsetzungen nicht immer gefolgt ist. Werden Sie Politiker, wenn Sie das Zeug dazu haben, kein Beruf braucht dringender, exzellenteren Nachwuchs. Aber bevor Sie es werden, studieren Sie zunächst und bereiten Sie sich auf einen Beruf vor. Nützen Sie die Chance, die Ihnen die den Studenten dieser Universität in Ihrem Studium gegeben sind. Im aktiven Leben eines Politikers darf im alltäglichen Tagesgeschäft nicht in Frage gestellt werden, warum man dieses Geschäft betreibt. Man kann nach meiner Erfahrung sein Leben nicht ohne Erdung meistern, ohne einen archimedischen Punkt, ohne Orientierung an verlässlichen Werten, ohne Wertgerüst kann man auf Dauer nicht existieren und ein sinnvolles Leben führen. Früher
wuchs man häufig ganz selbstverständlich in einem vorgegebenen Wertegerüst auf. Heute muss man es sich selber suchen. Das mag mühsamer sein, aber es ist Ausdruck der Freiheit, die uns Gott sei Dank geschenkt ist. Jedenfalls muss ein Politiker bereit sein, sich zu sittlichen Grundwerten zu bekennen. Zum Ende meines Vortrags möchte ich Ihnen fürs Zuhören danken und die Hoffnung ausdrücken, mein Vortrag hat Sie nicht allzu sehr enttäuscht. Ich danke für die Anerkennung, Gastprofessor für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg, Essen sein zu dürfen. Von einem der gegenwärtig in Wort und Schrift herausragenden Professoren meines Faches, von Ihnen, Herr Professor Karl Rudolf Korte, dazu aufgefordert zu werden, war mir eine große Ehre. Schade, dass mein Auftrag zu Ende geht. Die Mitwirkung an den Seminaren der Masterstudierenden hat mir großen Spaß gemacht. Am liebsten würde ich bei Ihnen bleiben, aber das geht nicht. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war ein leidenschaftliches Plädoyer, in die Politik zu gehen, wohl begründet mit Urvätern unseres Faches und wie man von Politik leben kann, vor allen Dingen für Politik leben kann, das hat er systematisch abgeleitet, dokumentiert und insofern alle Ehre auch für uns. Nun, deswegen kann ich das sehr gerne überreichen. Gastprofessor für Politikwissenschaft, für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance, Professor Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident AD Duisburg-Essen, 4. Dezember 2012. Darf ich Ihnen das gerne überreichen? Vielen herzlichen Dank. Es ist eine schöne Tradition, dass Sie natürlich jetzt Fragen stellen können, noch, um noch einmal die Leidenschaft auszutesten und dass wir ein bisschen hinterfragen, problematisieren, das, was er entwickelt hat. Wer möchte anfangen? Bitte. Ah, es gibt Mikrofone, ja. Bleiben Sie doch hier an dem Mikrofon. Die Frage, inwieweit hat sich das Bild des Berufspolitikers verändert in Bezugnahme auf die veränderte Medienlandschaft? Welche Veränderungen sehen Sie da? Die Medienlandschaft und damit die Politik haben sich verändert, aber nach meiner Überzeugung doch nicht im Kernbereich. Es ist schwieriger, es ist vielfältiger, es ist umfangreicher geworden. Ja, aber dass Politik und Medien gegenseitig aufeinander angewiesen sind, hat sich nicht verändert. Wenn man sich einmal anschaut, wie ein Adenauer oder eine Merkel oder wie ein Altmaier oder ein Vogel mit der Presse umgegangen ist, haben sie eine Riesendistanz. Es gab übrigens auch keinen Korte, der am Abend dann gesagt hat, was richtig ist. Im Fernsehen. Es ist eine Riesendistanz, aber im Kern die Notwendigkeit, dass Politik Medien braucht. Und mit Verlaub, was gelten die Medienrepräsentanten gegenlegentlich, die Medien brauchen auch die Politik, denn was würden sie denn schreiben, wenn es nicht gäbe? Das hat sich nicht geändert. Offensichtlich stehen wir vor einer neuen, weitgehenden Änderung durch die neuen Möglichkeiten, die Sie besser beherrschen wie ich, die aber die Auflösung mit Vorsicht, aber die Veränderung der bisherigen Medien mit sich bringen werden. Ich glaube nicht, dass die Tageszeitung abgeschafft wird, aber sie wird sich verändern.
Ich glaube nicht, dass das Fernsehen abgeschafft wird, aber es wird sich wesentlich verändern, so wie es sich in meiner Zeit durch das Auftreten der Konkurrenz im Fernsehen vor 30 Jahren verändert hat. Weitere Nachfragen? Bitte. Dann noch eine Frage zu der internationalen Entwicklung. Es gibt ja verschiedene Aspekte, mal die internationalen Verflechtungen und die Einflüsse auf die Politikgestaltung oder auf die Möglichkeit der Politikgestaltung. In letzter Zeit haben wir ja gerade im Zusammenhang mit der Eurokrise auch gesehen, dass sozusagen die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung, der internationalen Wirtschaftsentwicklung, sozusagen die Politik immer hinterherrennen lässt. Also die Geschwindigkeit der Wirtschaftsprozesse auf der einen Seite und der Entscheidungsfähigkeit von Parlamenten, Regierungen und so weiter, das klafft immer mehr auseinander. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung der letzten Zeit? Die Europäisierung und die Öffnung zur Welt stellt uns natürlich vor neue Probleme. Es gab einen amerikanischen Wissenschaftler, der hat nach 1989 die kluge Feststellung getroffen, mit dem Ende des Kommunismus sei das Ende der Geschichte gekommen. Der Herr lebt noch. Das ist natürlich völlig irrig, sein neues Kapitel aufgeschlagen worden mit völlig neuen Herausforderungen und Aufgaben. Nur wissen Sie, also mir ist lieber, die deutsche Bundeskanzlerin fährt einmal in der Woche nach Brüssel, als ein deutscher Reichskanzler fährt jede Woche auf ein anderes Schlachtfeld in Europa. Und insofern sehe ich zwar die Erweiterung, aber auch die positive Veränderung. Ich sage das ein bisschen, weil wir Menschen wohl dazu neigen, die negative Seite immer zuerst zu betonen. Und ich finde, diese Veränderung ist zwar nicht ganz einfach zu meistern, aber keineswegs nur negativ. Wir müssen nur darauf achten, da haben Sie recht. Und ich glaube, da sind wir in einem Lernprozess. Das letzte Wort muss die Politik haben und nicht die Wirtschaft. Das müsste ich jetzt länger erläutern, aber vielleicht nehmen Sie mir den Satz so ab. Aber wir haben es ja gesehen, als Lehman Brothers in Konkurrenz ging, Insolvenz ging, ging der Ruf an die Politik, nicht umgekehrt. Weitere Nachfragen? Ja, ja, Herr Vogel, ich hätte eine ganz persönliche Frage an Sie. Und wenn Sie nicht möchten, müssen Sie auch keine Antwort geben, aber mich interessiert. Jetzt weiß ich, was kommt, aber fragen Sie erst. Na gut, es geht um Ihren Bruder. Mich würde gerne interessieren, welche Rolle Ihr Bruder als Politiker für Sie als Politiker eingenommen hat. War er ein Motivator, ein Berater oder vielleicht auch beides oder vielleicht auch also, irgendwas ganz anderes? Selbst wenn die Frage nicht zum ersten Mal gestellt wird, beantworte ich sie sehr gerne, weil ich mich daran störe, dass so viele das als besonders finden, dass wir in verschiedenen Parteien waren und dass es nicht mehr selbstverständlich wird, dass jeder sich seinen Weg sucht. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Mein Bruder ist 1945 mit 17 Jahren aus 2 Jahren Krieg nach Hause gekommen und war fasziniert von der Figur von Kurt Schumacher, dem Vorsitzenden der SPD, der in KZs verfolgt worden war und einen Arm und ein Bein verloren hatte. Deswegen hat er sich dieser Bewegung angeschlossen, die übrigens als einzige größere politische Bewegung die Niederlage im Exil oder in der inneren Emigration überstanden hatte. Ich bin 7 Jahre jünger. Ich habe nicht 1945, da war ich nämlich erst 12, sondern 1950 angefangen zu denken, da war Konrad Adenauer Bundeskanzler. Und der hat mich fasziniert, verständlicherweise. Und wegen des großen Altersunterschiedes haben wir nicht gegenseitig damals darüber geredet. Die Familie hat das zur Kenntnis genommen und eine DPA-Korrespondentin in Heidelberg hat mir gesagt, das hat keinen Nachrichtenwert, dass Ihr Bruder in der SPD ist und Sie in der CDU.
Das hat sich erst geändert, als der eine Oberbürgermeister von München und der andere Kultusminister in Mainz war. Da hatte es plötzlich Nachrichtenwert. Und da haben wir vereinbart, soweit es geht, treten wir nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Das hätte den doppelten Lottchen-Effekt bedeutet und hätte nichts genützt. Sondern wir müssen respektieren, die ersten Jahrzehnte haben wir ja immer noch gemeint, der andere kommt zur Vernunft und zur Einsicht, dass er in der falschen Partei ist. Inzwischen hat sich das etwas abgeschliffen. Und jetzt muss ich sagen, das geht ja auch aus diesem Buch, aus der Vogelperspektive hervor. Es gibt ein paar Dinge, in denen wir übereinstimmen. Gott sei Dank. Unsere Überzeugung zum Grundgesetz beispielsweise und anderes stimmen wir ein. Es gibt Dinge, da sind wir völlig unterschiedlicher Meinung. Ich bedauere, diesen Satz würde jetzt mein Bruder genauso sagen, dass mein Bruder in der falschen Partei ist, aber ich habe großen Respekt davor, wie er seine Ämter in dieser Partei ausgeführt hat. Dass er beispielsweise, Sie haben das vorhin so beiläufig gesagt, in einer furchtbar schwierigen Situation nach Berlin gegangen ist. Eine äußerst undankbare Aufgabe. Ich habe nicht die Absicht, der SPD beizutreten, aber ich verteidige, dass er in der SPD seine Posten gut ausgeübt hat. Also zunächst habe ich dargestellt, wie ein Politiker Politik betreiben sollte. Ich habe nicht dargestellt, wie ein bestimmter Politiker es falsch betrieben hat. Da könnte ich natürlich auch einen Vortrag darüber halten, bei einigen. Selbstverständlich. Dieses Klima des Misstrauens und dieses Klima des Unwohlseins muss einen beunruhigen. Dagegen muss man etwas tun. Meiner Ansicht nach nicht das System ändern, sondern dem System wieder mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Und dafür sehe ich durchaus einen gewissen Ansatz, übrigens gerade auch bei den jüngeren Leuten, die sich für Politik engagieren. Und ich habe ja gesagt, es liegt nicht nur an den Politikern, es liegt auch an der übertriebenen Erwartung. Die Leute meinen, wenn die Politik will, kann sie alles. Das muss man widersprechen. Ich habe gesagt, Profil ist notwendig, nicht immer größere Angleichung, weil es dann keinen Unterschied gibt und keine Entscheidungsfreude mehr gibt. Und im Übrigen habe ich ja dafür geworben, da Sie in Ihrem Alter in der Regel noch keine schmutzigen Hände haben, sollten Sie sich, wenn Sie können, in die Politik einlassen, uns besser machen. Schauen Sie, wir werden an dem Zustand der Welt, meine Generation, nicht mehr viel ändern. Sie müssen sich damit abfinden, so wie wir sie hinterlassen, werden Sie sie übernehmen. Aber Sie haben viel Freiheit, wie Sie sie an Ihre Kinder weitergeben. Und wir haben manches falsch gemacht, aber so ganz schlecht haben wir es doch nicht gemacht. Jetzt geht hin und macht es besser. Wir haben aus den verschiedenen Jahrgangskohorten mittlerweile auch schon 3 Bürgermeister, die das gemacht haben mit diesem Master in Politikmanagement. Mittlerweile auch einige direkt kandidierende Kandidaten für die kommende Bundestagswahl. Und insofern gibt es einige, die durchaus den Weg in die Politik gehen. Und die aktuelle Kohorte, die hier weitgehend ja sitzt, ist nach dem Vortrag sicher dabei, dass ab heute Nacht nochmal präziser vorzubereiten. Ne? Bitte, Herr Klein. Herr Vogel, einmal möchte ich eine Anmerkung machen. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern schneiden deutsche Politiker hoffentlich sehr viel besser ab, was ihr Ansehen angeht. Ich glaube, manche europäischen Länder, aber auch asiatische Länder haben da
haben da unter ihren Politikern wesentlich mehr zu leiden, als das in Deutschland der Fall ist. Meine Frage betrifft persönliche Antipathien und Sympathien in der Politik. Wie weit beeinflussen die politische Entscheidungsfindungen? Es gibt eine ganze Liste von Staatschefs, von denen man gesagt hat, sie können gut miteinander, andere konnten überhaupt nicht miteinander. Wie hoch würden Sie den Prozentsatz, falls man das überhaupt so genau beziffern kann, festlegen, zu dem das politische Entscheidungen beeinflusst? Also zunächst gebe ich Ihrem ersten Satz recht. Ein Berlusconi wäre in Deutschland unvorstellbar. Und bei aller Klage über Unvollkommenheiten im internationalen Vergleich schneiden wir gar nicht so schlecht ab. Unsere 10 Bundespräsidenten in der Summe können sich wahrlich sehen lassen. Und unsere 8 Kanzler, das sage ich frei, obwohl ich die einen gewählt habe, die anderen nicht gewählt, bei den Bundespräsidenten übrigens auch, die 8 Kanzler alles in allem auch. Also ganz so verdammenswert im internationalen Vergleich ist das nicht. Der eigentliche Punkt Ihrer Frage ist schwieriger zu beantworten, weil ich etwas zögere. Man braucht Freunde, aber Freunde sind auch eine Versuchung in der Politik. Ich habe über Personalpolitik nicht geredet, weil ich ja nur 40 Minuten reden sollte. Also ich habe gute Freunde gehabt, aber sie müssen halt auch Entscheidungen treffen, wo sie einen nicht deswegen, weil er ihr guter Freund ist, zum Minister machen können, um mal das als Beispiel zu nehmen. Ja, im Gegenteil, sie müssen sogar doppelt vorsichtig sein, dass jemand ihre Freundschaft anstrebt, weil er meint, davon Vorteile zu haben. Und weil ich halt sehr jung war, als ich in die Politik kam, habe ich das sehr intensiv empfunden. Mit 34 schließt man ja noch neue Freundschaften ab. Aber ich weiß, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ein bisschen zum Ausgleich. Sie haben das vorhin gesagt, ich habe mal gezählt, wie viele Kollegen ich hatte. 62, manche habe ich vergessen, viele weiß ich noch. Gott sei Dank sind Freunde darunter nicht nur aus meiner eigenen Partei. Was dann wieder dazu führte, dass der Johannes Rau der sicheren Überzeugung war, ich würde ihn zum Bundespräsidenten wählen. Das habe ich natürlich nicht getan. Aber da sehen Sie schon, wo die Schwierigkeit liegt. Der hat das übrigens von vielen von uns angenommen. Sie würden ihn wählen und war es bitter enttäuscht. Aber das ist ein heikles Thema, Freundschaft in der Politik. Sie haben vorhin Ihren Bruder zitiert und dann haben Sie auch den Gerd von Weizsäcker zitiert. Als die beiden damals in Berlin kandidierten, habe ich einer der fairsten Wahlkämpfe erlebt, die man je erlebt hat. Wenn Sie das auch so sehen. Ja, will ich ausdrücklich so sehen. Allerdings haben Sie halt nicht immer zwei solche Kandidaten und allerdings haben Sie auch nicht immer die besondere Situation von Berlin, die ja immer eine Ausnahmesituation gewesen ist. Aber ich stimme Ihnen zu, das war ein vorbildlich fairer Wahlkampf. Wissen Sie, das Dumme ist ja, dass das Leben von vorne gelebt und von hinten betrachtet wird. Wenn Sie mich im Dezember 88 hier an dem Pult gefragt hätten, wäre meine Antwort wahrscheinlich anders gewesen als 20 Jahre
später, denn diese Nichtwahl, Nichtwiederwahl 1988 hat mich natürlich erheblich betroffen. Ich war ja erst Mitte 50, also an Aufhören muss ich ja jetzt aufpassen, dass ich es rechtzeitig tue. Also habe das schon sehr schmerzlich empfunden. Nun gab es dann ja sehr bald eine mich sehr fordernde Aufgabe, der Vorsitzende der Adenauer-Stiftung. Mein Vorgänger Bruno Heck, sagt Ihnen noch was, hatte mich ein paar Monate vorher, als noch diese Katastrophe von Koblenz nicht abzusehen war, in meinem Urlaub besucht und hat gesagt, ich soll das Ministerpräsidentenamt niederlegen und soll sein Nachfolger werden. Damals habe ich ihn wieder heimgeschickt. Höflich natürlich, aber heim. Und ich bin ja dann sehr kurze Zeit später, 3 Monate später, Vorsitzender geworden. Und dann hat sich plötzlich der Vorhang geöffnet und wir konnten tätig werden in Ländern, wo das für nie für möglich gehalten wurde. Aber ich will nicht leugnen, zu allem sonstigen Gründen, die natürlich gewichtig waren, habe ich mir nach der Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen gelegentlich auch gedacht, Edge, wenn die Rheinland-Pfälzer dich nicht mehr als Ministerpräsident wollen, musst du halt ein anderes Land suchen. Gleich im Anschluss an die Frage, wenn Sie das in der Retroperspektive betrachten, hätten Sie was anders gemacht in Ihrem Politikerleben? Vielleicht doch den guten Rat sofort angenommen? Also, ich beantworte das mit der Aussage, ich würde wieder einen solchen Weg gehen, wenn ich die freie Wahl hätte. Das mit dem anderen stößt sich natürlich an Thüringen, denn das ist ja nicht mein Verdienst gewesen, sondern das war die ungewöhnliche plötzlich aus eintretende Situation. So etwas wird sich ja nie wiederholen, hoffentlich jedenfalls. Und deswegen stocke ich bei diesem letzten Schritt ein bisschen. Aber bereit zu sein, auf Aufforderung tätig zu werden und von einem bestimmten Zeitpunkt selber um Funktionen zu kämpfen, das würde ich wieder machen, ja. Ich glaube nur nicht, dass ich wieder in ein zweites Land kommen würde. Aber das liegt nicht an mich. Das lag ja das letzte Mal auch nicht an mir. NRW war damals nicht gerade frei. Nein. Die Abschlussfrage. Ja, also es gibt ein böhmisches Sprichwort, zu viel und zu wenig sind allweile Denk. Und ich gebe Ihnen recht, gar nichts zu wissen, ist auch zu wenig. Aber darunter leiden wir ja nicht. Wir wissen ja, wo sie herkommt, wo sie gelebt hat, wie sie aufgewachsen ist. Nur beschäftigen wir uns nicht dauernd mit ablenkenden Nebensächlichkeiten. Und das finde ich eben sehr erfreulich. Dazu hilft natürlich auch Ihr Mann, der nicht wie die Partner mancher anderen selber noch eine Rolle spielen wollen, sondern der geht in der Früh in sein Institut und forscht. Und ja, das ist doch ein Gewinn, als wenn da jetzt drüber spekuliert werden muss, was der oder was die macht. Also ich finde, gebe Ihnen recht, man muss schon wissen, etwas von der Sozialisation des Menschen, aber da wissen wir ja eine ganze Menge, wir haben ja eine ganze Menge Bücher, in denen manches steht, was sogar stimmt. Ja, vielen Dank. Wir geben auch praktisch viel Transparenz preis über uns selbst, dass wir sehr gerne Sie alle noch einladen zu einem Umtrunk, zu einem Imbiss im LS, praktisch im Nachbargebäude, NRW School of Governance. Dort steht ein Imbiss und Getränke bereit. Sie können gerne mit Herrn Vogel weiter sprechen, nochmal die Fragen loswerden, die Sie
immer schon mal stellen wollt und die in dieser Runde noch nicht losgeworden sind. Sie können Bücher signieren lassen, was auch immer. Alles ist möglich. Er ist noch bereit und er ist noch bei uns. Und ich, das, was Sie vorhin sagten, nehmen Sie beim Wort. Wann immer Bedarf ist, Dinge zu klären, auch mit einem zeitgeschichtlichen Lebensgefühl und damit auch mit einem lebendigen Archiv, so wie Sie das hier vorgemacht haben, als Zeitzeugenschaft, dann rufen wir an und dann müssen Sie uns diese Fragen hier vor Ort wieder beantworten. Ja? Vielen Dank für Ihre Bitte.